Mein Name ist Michael Bleichner. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber vom Grünteam in Eberhardzell. Wir sitzen hier im schönen Oberschwaben und arbeiten in der grünen Branche im Gartenlandschaftsbau und in der Forstwirtschaft mit unseren 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne digitale Prozesse können wir unser Arbeitsspektrum nicht mehr abbilden. Wir verwenden Steel Connected für alle unsere Kleinmaschinen, Motorsägen, Freischneider, Blasgeräte, Heckenscheren. Und da wir mittlerweile über 100 Geräte da im Einsatz haben, brauchen wir ein Tool, mit dem wir diese Geräte und den Einsatz damit dann auch entsprechend managen können. Wir haben ein zentrales Planungsprogramm und da haben wir dann auch Steel Connected mit implementiert, wo wir dann ganz genau sagen können, welches Fahrzeug ist mit welchem Arbeitsgerät, inklusive den Kleinmaschinen, wo unterwegs. Die Vorteile von Steel Connected sind bei uns, dass wir die ganzen Geräte in unser digitales Arbeitssystem mit eingeplant haben. Von der Planung über die Bauausführung bis zur Nachkalkulation wissen wir, wo welche Geräte im Einsatz sind, wie viel sie gelaufen sind und können dann auch auswerten, wo bei uns die Kosten und die Erträge angefallen sind. Ich bin Raphael Hatz, bin seit 2019 im Grünteam. Ich bin hier zuständig für die Kommissionierung von Pflanzen. Ich bin für die Werkstatt zuständig und fürs Lager und eben für das Flottenmanagement. Der Job als Flottenmanager beim Grünteam umfasst eigentlich die Bereitstellung der Maschinen, die Wartung der Maschinen, dass ich weiß, wo die Maschinen eingesetzt werden. Ich habe einen schnelleren Überblick über den PC oder über die App auf dem Handy und sehe sofort, welche Maschine einsatzbereit ist oder welche nicht einsatzbereit ist. Durch die Veränderung des Flottenmanagements in den letzten 10 Jahren also kann man eigentlich sagen, dass die Maschinen deutlich öfters zur Wartung kommen, länger einsatzbereit auf der Fläche sind und weniger Ausfälle durch Connected entstehen. Die Digitalisierung im Galabau ist von meiner Sicht die Zukunft. Wir werden da nicht mehr drum herum kommen. Ohne geht's nicht mehr.